Ich bin der festen Überzeugung, dass viele Polizeibeamtinnen, Beamte und natürlich auch die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Behörde sagen, das wurde aber auch Zeit. Ja, es wurde Zeit, denn mit dieser Aussage hat Innenminister Ralf Jäger wohl genau den richtigen Nerv der Polizeibeamten in Mönchengladbach getroffen. Lange Zeit wurden sie vertröstet, doch nun ist es offiziell. Auf der Krefelder Straße in Neuwerk entsteht das neue Polizeipräsidium. Den ersten Schritt dafür tat auch Polizeipräsident Hans-Hermann Tirre, der frisch gebackene Oberbürgermeister und Vertreter des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW. Gemeinsam legten sie den symbolischen Grundstein. Auf knapp 25.000 Quadratmetern soll das 5- bis 6-stöckige Gebäude entstehen. Rund 760 Beamte können dann hier arbeiten. Wenn alles nach Plan geht, ist der Bau Ende 2016 fertig. Dass ein derartiger Neubau nicht gerade billig wird, ist kein Geheimnis. Insgesamt 70 Millionen Euro kostet das Projekt, das auch von Steuergeldern finanziert wird. Für die Gladbacher Polizei aber eine notwendige Investition. Wir waren seit langer, langer Zeit schon, mehr als 10 Jahre, in den Räumen sehr beengt. Sie wissen, wir haben in der Theodor-Heuss-Straße ein denkmalgeschütztes altes Kasernengebäude als Polizeipräsidium. Das hat den modernen Anforderungen an eine Polizei nicht mehr genügt. Keine große Überraschung, wo doch der Bau des Gebäudekomplexes gut 75 Jahre zurückliegt. Veraltete Technik, fehlende Kommunikationsmittel und zu wenig Platz. Am Standort Theodor-Heuss-Straße mangelt es vor allem an der Grundausstattung. Eine moderne Leitstelle ist das alte Gebäude nicht mehr. Das Gewahrsam, was wir an der Theodor-Heuss-Straße haben, ist seit längerer Zeit nicht mehr gewahrsamstauglich. Wir benutzen es trotzdem, aber es geht eigentlich nicht mehr. Aber auch Sie wissen, wir haben eine Hundertschaft in Mönchengladbach, die muss untergebracht werden. Auch die ist nicht mehr so untergebracht, dass man mit Freude dort schläft. Schon vorher in der Kritik der Standort des Gebäudes. Stadt zentral, nun abgelegen am Rand von Mönchengladbach. Die Polizei sieht die Krefelder Straße jedoch als verkehrsgünstig an. Außerdem wird keiner der alten Standorte aufgegeben.